Herzlich willkommen, meine Freunde, zu dieser ja schon fast Eilmeldung. Gerade ereilte mich eine Information, auf die sehr viele DJI Mavic Air 2 Piloten da draußen in den letzten Wochen, sogar Monaten gewartet haben. Und was es ist, erfahrt ihr natürlich hier nach meinem Intro. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich halte mich bewusst kurz, ich denke, das Bild spricht schon für sich. Vor ein paar Minuten erst hat mich ein DJI-Mitarbeiter mit der erfreulichen Nachricht kontaktiert, der Smart Controller ist nun endlich mit der Mavic Air 2 kompatibel. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, als ich diese Drohne vorgestellt hatte, hatte ich auch schon die Vermutung, da wir OcuSync V2 hier drin haben, dass die beiden Geräte miteinander kompatibel sein werden. Es hat nun ein wenig länger gedauert als erhofft, aber nun ist das Update da. Ich werde euch auch gleich im Laufe des Videos erklären, wie ihr das Update am besten auf die Steuerung bringt, damit beide Geräte miteinander gut kommunizieren können. Zunächst mal vielleicht für die, die noch nicht wissen, was der Smart Controller ist, das ist diese Fernsteuerung mit verbautem Display. In diesem Display steckt auch eine Recheneinheit, somit fällt ein Smartphone komplett weg und ich finde das super praktisch, dass man nicht immer beim Fliegen den Akku seines Smartphones verbrauchen muss, da man mit dem Smartphone eh noch zig andere Dinge erledigen muss im Laufe des Tages. Neben der Ergonomie und Akkulaufzeit ist der größte Punkt, der für diese smarte Steuerung spricht, das helle große Display hier vorne. Es ist doppelt so hell wie ein Smartphone-Display auf 100% Helligkeitsstufe. Also gerade wenn die Sonne drauf scheint, erkennt man viel mehr beim Fliegen, als wenn man nur mit einem Smartphone oder sogar Tablet unterwegs ist. So viel dazu, falls ihr mit dem Kauf des Smart Controllers gewartet habt, bis das Ganze nun kompatibel war. Unten in der Videobeschreibung ist natürlich ein Link direkt zum Produkt. Wenn ihr über meinen Link das Ganze kauft, dann erhalte ich eine kleine Provision und habe auch noch etwas davon. Und jetzt erzähle ich euch ganz kurz, wie ihr es am besten mit der Installation handhabt. Zunächst einmal schaut natürlich, dass euer Smart Controller komplett aufgeladen ist. Es wird empfohlen, dass um die 20% Akkuladung noch drauf sind, aber vielleicht wird der ein oder andere mehrere Versuche brauchen, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man kurz vor dem letzten Versuch ist, welcher dann klappen könnte und dann geht der Akku leer oder der Status reicht nicht mehr aus, um das Update vollenden zu können. Also hier erstmal aufladen. Die Uhrzeit im Controller muss mit der aktuellen Uhrzeit einstimmen, sonst kann es da auch zu Problemen kommen. Tut euch den Gefallen, installiert das Update nicht direkt über die Smart-Steuerung, sondern über den DJI Assistant 2 für Mavic. Unten in der Beschreibung habe ich euch auch mal einen Link reingepackt, dort könnt ihr diese Software für Mac oder Windows runterladen. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Zunächst einmal schaut ihr, dass ihr euch im Assistant eingeloggt habt mit eurem DJI-Konto, denn das Ganze wird durchgeführt, runtergeladen, aber sobald es dann an das Datei rüberkopieren zur Steuerung geht, wird ein Fehler aufleuchten, wenn ihr nicht im DJI-Account eingeloggt seid. Also hier bitte auch nochmal drauf achten. Aber dann geht es auch schon los. Ihr schaltet die Steuerung ein, öffnet das Programm auf eurem Rechner, verbindet beide Geräte und dann wird euch auch schon angezeigt, aha, schau mal, es ist ein neues Firmware-Update für die smarte Steuerung verfügbar. Ihr klickt drauf, dann wird diese heruntergeladen. Das kann ein Weilchen dauern, je nachdem, wie überlastet die Server sind. Und dann geht es auch schon ans Übertragen der Files auf die Steuerung. Dann lasst ihr den Controller einfach mal machen. Er installiert das Update und startet nochmal neu. Ihr werdet merken, sobald der Controller das Update installiert hat, neu hochgefahren ist, wird gefragt, welchen Copter ihr nun benutzen möchtet. Ich habe es ja gesagt, die P4P V2 ist mittlerweile drin, die Mavic 2 Enterprise, Zoom und Pro und neuerdings auch die Air. Wenn ihr die Air 2 auswählt, dann fängt die Steuerung an zu piepen und versucht sich mit der Drohne zu koppeln. In diesem Schritt müsst ihr dann den Copter einmal einschalten, wie man es kennt, einmal kurz, einmal lang. Und sobald das Gerät hochgefahren ist, den An-Knopf für ein paar Sekunden gedrückt halten. Dann fängt die Drohne selbst auch an zu piepen und beide Geräte finden sich. Und dann könnt ihr euch in euer DJI-Konto nochmal einloggen, die Fly-App startet und ihr könnt die Mavic Air 2 mit dem Smart Controller benutzen. Ihr könnt auch jederzeit zwischen den Drohnen hin und her springen und dann auch unter den Apps auswählen, welche App ihr nun starten möchtet, wenn ihr dann doch die DJI Go 4 App nochmal mit einer Drohne benutzen möchtet. So viel zu dieser Eilmeldung. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein wenig weiterhelfen, auch nochmal gezeigt, was man beachten muss, wenn man dann letzten Endes die neue Firmware auf dem Smart Controller installiert, um mit der Air 2 dann endlich fliegen zu können. Vielen Dank fürs Dabeisein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten. Bis dann. Ciao.